Zahlreiche Ausflügler nutzten das sonnige Herbstwetter am Tag der Deutschen Einheit zu einem Besuch auf dem Kamphaushof. Die Leute saßen an langen Tischen, geschützt unter Pavillons oder standen in kleinen und größeren Gruppen an den Stehtischen zusammen. Der Heimatverein Galen hatte zum 4. Lippebräutag am Montag eingeladen. Erstmal ist das ein Event, was hier sehr gut angenommen wird im Dorf Galen. Ja, also Sie sehen ja schon anhand der vielen, vielen Menschen, die hier sind, dass die immer alle da sehr heiß drauf sind, hier zu diesem Lippebräutag zu kommen. Und ich denke mal, dass das ganze Umfeld und alles, was wir hier anbieten vom Heimatverein, dass das dazu beiträgt, dass die Leute gerne hier hinkommen. Verschiedene Arbeitsgruppen des Vereins hatten sich für diesen Tag wieder etwas Besonderes einfallen lassen. Die Naschkatzen waren sehr kreativ gewesen und schenkten gleich zwei neue Liköre aus. Also wir haben dieses Jahr als erstes den Mandellikör gemacht und den Bierlikör. Den Bierlikör haben wir extra gemacht, weil es das Lippebräufest ist. Und wir gesagt haben, so, wir wollen mal irgendwie mit den Brauern kooperieren. Und jetzt haben wir gesagt, wir machen daraus was, haben Märzen bekommen und haben daraus den leckeren Bierlikör gemacht. Und den Mandellikör haben wir gemacht, weil er eben sehr herbstlich ist und dann auch sehr schön hier hinpasst. Das frisch gebackene Lippebräubrot war eine Kreation der Back AG Heimatbäckerei. Es ist lecker, frisch gebacken, Prise Liebe ist dabei, eine große Prise Liebe ist dabei. Ja, und habe ich ja gesagt, und Lippebräubier. Darum heißt es ja auch so. Die Braugruppe Gut Sud zeigt in ihrer Küche, wie das Lippebräu gebraut wird. Wir brauen heute das Lippebräu, ein obergäriges Landbier. Und wir sind jetzt in den letzten Zügen, das heißt, wir haben den Hopfenkochung beendet und werden jetzt in die Gärungsphase übergehen, nachdem wir das abgekühlt haben. Wir reinigen jetzt im Hintergrund noch die Fässer und anschließend wird unser Extrakt zum Kühlen gegeben in den Topf und anschließend die Hefe zugegeben. Dabei stellten die Mitglieder sich den vielen Fragen der Gäste. Ja, das ist jetzt der Prozess Würze kühlen. Wir haben hier so einen Kühler, da läuft kaltes Wasser durch. Und wir rühren das so ein bisschen um, damit das schneller abgekühlt wird. Wir können jetzt die Hefe im Grunde genommen nur dann anstellen, wenn wir so 24, 25 Grad Temperatur der Würze haben. Wenn das zu warm ist, dann funktioniert die Hefe nicht, die geht dann kaputt. Das perfekt gezapfte Bier bekam man bei der Getränke-Ausschank AG wohlbekommt. Kaffee und Kuchen oder auch ein deftiges Leberkäsebrötchen gab es bei den Küchenfeen. Waltraud Biedermann hatte mit ihrer AG Flechtwerk und Deko ein gemütliches Ambiente geschaffen. So wie die Rentnertruppe, die vorher alles aufgebaut hatte, waren noch viele Helfer des Heimatvereins vor und am Lippebräutag im Einsatz. Die Gäste waren alle begeistert. Erstmal das Wetter gegenüber gestern. Ne? Und hier ist auch immer was los. Die Leute, das ist schon ganz schön hier. Das wird jedes Jahr größer und mehr. Ich bin das erste Mal hier. Mir gefällt das sehr gut. Ja, Geselligkeit, Gemütlichkeit. Ich denke, nächstes Jahr komme ich wieder. Wir sind gerade erst eingetrudelt. Wir kommen eigentlich aus Wesel und standen bei den Schwiegereltern, stand ich vor der Tür, da war keiner da. Dann sind wir hier hingekommen, weil die auch hier sind. Ist bis jetzt sehr gut. Wir warten jetzt auf unsere Getränke und dann wird es noch lustiger. Für musikalische Unterhaltung sorgten die Galener Yachthornbläser.